Unsere Themen am Dienstag. Findlingspark Nochten startet in die neue Saison. Cottbusser Konservatorium stellt Jahresprogramm vor. Und Teil 2 unserer Umstyling-Aktion Mein neues Ich. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Am Ostersonntag, den 5. April und Ostermontag, den 6. April. Mittagstisch im Stadtwächter. Genießen Sie unter anderem ofenfrische Lammhaxen und knusprige Kalbsschnitzel. Reservieren Sie jetzt. Cottbus 236 18. Stadtwächter. Ab in die Mauer. Kalendarischer Frühling hin oder her. Den meisten Cottbusern ist es zurzeit ziemlich egal, dass offiziell noch Winter ist. Fast jeden zieht es derzeit an die frische Luft, um ein paar Sonnenstrahlen zu genießen. Zum Glück haben auch die Gastronomen am Altmarkt schnell reagiert und Tische und Stühle rausgestellt. Schließlich schmeckt nicht so gut wie das erste Bier, das erste Eis oder der erste Kaffee im Freien. Ja, schön, wenn man Vormittag mal etwas Zeit hat. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Nur 5 Gehminuten vom Altmarkt entfernt liegt das Cottbusser Konservatorium. Es gilt als eines der schönsten Gebäude unserer Stadt. Eingeweiht wurde es 1912 als Erweiterungsbau für die bestehende höhere Lehranstalt für Mädchen. Heute unterrichten dort über 50 Pädagogen Jungen und Mädchen an den verschiedensten Instrumenten, vom Akkordeon bis hin zur E-Gitarre. Es war wohl das aufwendigste Projekt im letzten Jahr. Das Konservatorium hat seinen Konzertsaal komplett saniert. Allzu viel sieht man davon vielleicht nicht, das ist aber auch normal. Schließlich passierte hier viel hinter den Kulissen. Davon profitieren alle Besucher und Musiker. So etwa beim preisgekrönten Musical Katzen tanzen nicht mit Wölfen. Das kommt nochmal auf die Bühne und wird im März in 4 Vorstellungen zum letzten Mal aufgeführt. Auch bei uns findet ein Generationswechsel statt. Es gehen Ältere ins Abitur, gehen zum Studium, also lernen jüngere Jugendliche nach. Und die sind natürlich unheimlich gespannt darauf, wie sie es auf der Bühne hinkriegen. Sie haben ja natürlich ihre Vorbilder, schauen nach oben, aber sie sind unheimlich stolz, jetzt endlich auch in der ersten Reihe auf der Bühne zu stehen. Und ich denke mir, es wird genauso ein guter Erfolg werden wie die anderen, wie im vergangenen Jahr. Neben dem Kindermusical gibt es in diesem Jahr natürlich auch wieder viele Musiker des Konservatoriums zu sehen. Schon am kommenden Samstag gibt es das Konzert mit Saiten und Tasten. Ab 17 Uhr spielen sich junge Streicher, Pianisten und Gitarristen durch die Musikepochen. Der Eintritt ist frei. Ein Höhepunkt wird das Aufeinandertreffen mit den Profis. Am 9. Mai wird das Orchester des Staatstheaters zusammen mit jungen Musikern spielen. Mitmachen kann dabei jeder, es wird nämlich ein Casting geben. Noch bis zum 13. März kann man sich dafür bewerben. Alle weiteren geplanten Veranstaltungen findet man auf der Internetseite des Konservatoriums. Der traditionelle Frühjahrsputz in Cottbus findet in diesem Jahr eine Woche vor Ostern statt, also vom 26. bis 28. März. Hauptaktionstag ist der 28. März, also der Samstag. Hier wird an 19 unterschiedlichen Standorten der Frühjahrsputz von den Ortsbeiräten und Bürgervereinen selbst organisiert. Die Alba GmbH stellt dafür 20 Container kostenfrei zur Verfügung. Mitmachen kann jeder, der helfen will, die Stadt vom Schmutz zu befreien. Zudem sollen Blumen und Sträucher gepflanzt werden, um die Stadt auch für unsere Gäste zu verschönern. Mit von der Partie sind unter anderem auch die beiden großen Wohnungsgesellschaften EG Wohnen und Gebäudewirtschaft Cottbus sowie der städtische Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen. Hinweise, wo und wann in Cottbus geputzt wird, erhalten Sie unter der eingeblendeten Handynummer 0177 612 28 39. Gehakt und gekratzt und verschönert wird derzeit übrigens auch in einem der schönsten Landschaftsparks unserer Region. Am Wochenende konnte man zum ersten Mal in diesem Jahr den Frühling spüren. Bei den aktuellen Temperaturen erwacht auch die Pflanzenwelt langsam aus ihrem Winterschlaf. So auch im Lausitzer Findlingspark Nochten. Auf dem 20 Hektar großen Areal laufen die letzten Vorbereitungen, denn ab nächsten Sonntag ist er wieder für Besucher geöffnet. Gerade zu Beginn der Saison kann man hier die typischen Frühlingsblüher sehen.
Also jetzt im Frühjahr ist immer ganz toll zu sehen die Winterheide. Die blüht noch bis etwa Mitte April. Ist wirklich das Schönste, was man gleich zu Beginn der Parksaison sehen kann. Und natürlich auch die Frühblüher, die man auch aus den eigenen Gärten kennt. Schneeglöckchen, Winterlinge, Adonisröschen, dann später auch Krokusse, Narzissen und so weiter. Und was noch ganz toll momentan blüht, sind die Alpenveilchen. Also da haben wir eine schöne Fläche, wo wirklich in ganz wunderschönen, leuchtend hellen Farben die Alpenveilchen zu sehen sind. Neben den üblichen Veranstaltungen wie Seifenworkshops, Frühlingskonzert und Pflanzenbörsen wird in diesem Jahr erstmals der Tag der Steine gefeiert. Hier kann man Näheres über die Fundorte der Findlinge erfahren und bei der Steinbearbeitung selbst aktiv werden. Aber auch an veranstaltungsfreien Tagen hat der Park viel zu bieten. Also es ist das größte oder der größte Landschaftsgarten, der mit Findlingen gestaltet wurde in Mitteleuropa, soweit ich weiß. Und es gibt viele Besonderheiten. Also dadurch, dass die einzelnen Parkteile alle zwar mit Findlingen, aber immer ganz unterschiedlich gestaltet sind, ist es ja an sich zu jeder Jahreszeit ein einmaliges Erlebnis. Und das muss festgehalten werden. Denn bis zum 31. Mai gibt es einen Fotowettbewerb im Findlingspark. Hobbyfotografen können 3 ihrer schönsten Aufnahmen einschicken. Eine Jury wird dann Anfang Juni die Gewinner ermitteln. Außergewöhnliche Motive sind immer da, denn hier blüht es das ganze Jahr über. Olympische Sommerspiele 2024 in Berlin oder Hamburg? Diese Frage wurde Ende Februar jeweils 1.500 Bewohnern beider Städte gestellt. Der heute veröffentlichten Forsa-Umfrage zufolge wünschen sich 64% der Hamburger und nur 55% der Berliner die Spiele in ihrer Stadt. Ob damit für den Deutschen Olympischen Sportbund eine Bewerbung Berlins endgültig vom Tisch ist, bleibt zunächst offen. Ursprünglich war geplant, auch das Brandenburger Umland einschließlich Cottbus in die Spiele mit einzubeziehen. Doch um zu beweisen, dass Cottbus eine Sportstadt ist, brauchen wir nicht unbedingt Olympische Spiele. Sport, Sport und nochmals Sport. Am letzten Juniwochenende kommt die ganze Stadt ins Schwitzen. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Stadtsportbundes sind alle Cottbusser zu einem aktiven Festwochenende im Sportzentrum eingeladen. Wir fangen am Freitag hier im Sportzentrum an mit dem Deutschen Sportabzeichen, mit vielen Mitmachangeboten um das Deutsche Sportabzeichen für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Unternehmen. Es wird eine Stadtwette geben, da werden wir noch drüber berichten, gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Holger Kelch. Es werden Vereine sich präsentieren und am Sonnabend und Sonntag im Cottbuser Sportzentrum geht es dann los mit reichlich Turnieren. So können die Cottbuser unter anderem im Volleyball, Tischtennis oder Fußball gegeneinander antreten. Am Samstag beweisen sich dann die Profis. Der große Preis von Deutschland und die Kreis- und Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport werden ausgetragen. Aber auch Sportmuffel können in die ein oder andere Disziplin hineinschnuppern. Genau das ist ja die Idee des Deutschen Sportabzeichens, dass jeder gemeinsam sich motiviert, sich zu bewegen und diese Sportabzeichen zu machen. Und die Bedingungen sind eigentlich machbar für jeden, der einigermaßen in Schuss ist. Und wer noch nicht so in Schuss ist, der nutzt dieses Wochenende, um sich zu informieren, wie ich denn meinen Körper wieder in Schwung bringen kann. Kleiner Anreiz, am gesamten Wochenende mischen auch regionale Sportlegenden mit. Der 26. bis 28. Juni wird somit ein Event für jedermann. Zum Schluss der heutigen Sendung nun Teil 2 unserer Umstyling-Aktion Mein neues Ich. Rita, unsere Kandidatin, haben Sie ja schon kennengelernt. Die ersten Schritte auf dem Weg zu Ihrem neuen Look hat sie bereits erfolgreich absolviert. Heute aber wird es noch mal richtig spannend, denn ohne neues Make-up und ohne neue Frisur gibt es auch kein neues Ich. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ich darf mich hier verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Gemeinsam mit Mandy macht sich unsere Kandidatin auf zum Shopping. Denn für ihren Neustart braucht sie noch die passende Garderobe. Ziel der beiden ist das Galeria Kaufhof. Durch das umfangreiche Sortiment sollte dort auf jeden Fall was Passendes zu finden sein. Im Kaufhaus stellt die Farb- und Stilberaterin 3 Outfits zusammen. Immer mit dem Ziel vor Augen, Rita einen typgerechten Look zu verpassen.
Nach der Auswahl der einzelnen Kleidungsstücke geht's jetzt endlich ans Anprobieren. Das erste Outfit ist ein schwarz-weißes Kleid. Vom Stil her etwas ganz Neues für unsere Kandidatin. Also ich finde das Kleid sehr gut passend bei dir. Erstens durch die Länge, die optimal ist, diese Knielänge. Dann durch diesen Mustermix, der ein bisschen extravagant wirkt. Und dass es sehr pflegeleicht ist und gut zu kombinieren mit Schwarz und Weiß. Ein schwarzer Bolero vollendet den Look. Dadurch kommt ihre Figur besonders zur Geltung. Das nächste Outfit gefällt Rita auf Anhieb. Ein türkises Oberteil mit einem Wasserfallausschnitt betont ihr Dekolleté. Das farblich abgestimmte Blütenmuster darauf passt zu Ritas Typ. Also Rita, die Farbe finde ich ganz, ganz toll für dich. Zur Augenfarbe, es macht unheimlich frisch. Es passt total zu deinem Farbschema. Und extra, also sehr schön finde ich auch diesen Kragenbereich. Die Hose sitzt wie eine zweite Haut und kannst du zu allem kombinieren. Also die ist echt ein absolutes Muss für dich. Deshalb behält Rita die Hose beim letzten Outfit auch gleich an und kombiniert sie mit einer Jacke im angesagten Muster. Sofort sieht die Stylistin, dass die nicht richtig sitzt. Die Schnittform der Jacke ist nicht optimal, weil die macht hier ein bisschen zu kastig und verkürzt wieder. Toll ist aber, dass die Farbe durchgängig schwarz ist im Inneren, weil das macht dich optisch ein bisschen größer. Also das wäre super, aber die Form der Jacke ist einfach zu kastig im Ganzen. Nach dem Anprobieren der drei Outfits wird es jetzt Zeit für die Entscheidung. Also Rita, ich habe mich für dieses Outfit entschieden, weil die Hose sitzt wie angegossen. Die kannst du super kombinieren und sowas hast du noch nicht in deinem Kleiderschrank. Und das Oberteil einfach wegen der hinreißenden Farben. Rita ist jetzt ihrem neuen Ich ein Stück näher gekommen. Alleine hätte sie sich diese Kombination aufgrund der Farben nicht ausgesucht. Mit Haar und Make-up geht es nun weiter, denn das Outfit steht. Im Laden angekommen, geht es dann auch gleich los mit Haare waschen. Eine pflegende Spülung legt sich wie ein Schutzfilm um Ritas Haar. Diese verleiht dem Haar mehr Glanz, Geschmeidigkeit und bessere Kämmbarkeit. Um die Spannung zu erhöhen, sind sämtliche Spiegel im Salon verhangen. So sieht sich die Kandidatin erst am Ende des Umstylings. Mandy hat die Frisur ganz genau vor Augen. Durch gezielte Schnitte kommt sie ihrer Vorstellung von einer passenden Frisur für Rita näher. Insgesamt wird die Haarlänge kürzer. Durch den neuen Schnitt werden Ritas Gesichtsproportionen besser betont. Bevor es ans Haarefärben geht, noch ein paar letzte Verfeinerungen. So, Rita, aufgrund deines dunklen Naturansatzes mit etwas Weißheit dazwischen, nehmen wir als Grundfarbe einen warmen Braunton, der ein bisschen im Kastanie-Schokobraun dazwischen liegt. Dadurch fällt der Ansatz nicht so sehr auf, wenn es rauswächst. Und dazwischen setze ich dir ein paar hellere karamellige Strähnen. Und zeitgleich gleich ein paar kupfrige, dass es so ein bisschen aussieht wie ineinander übergehend und trotzdem peppig ist durch das Kupfer und nicht so eintönig wirkt. Stück für Stück koloriert Mandy die restlichen Haare. Die einzelnen Strähnen werden dabei in Alufolie eingepackt. Jetzt heißt es warten, bis die Farbe ausreichend eingezogen ist. Beim Föhn zeigt sich dann die gelungene Auswahl der verschiedenen Farbtöne. Die Highlights im Haar machen frischer und passend zu Ritas Typ. Für ein besseres Styling-Ergebnis lohnt es sich, ein Mini-Glätteisen zu verwenden. Damit erreicht man mehr Volumen und Schwung. Ein leichtes Make-up lässt das Gesicht ebenmäßiger erscheinen. Mit einem Konturstift formt sie die Augenbrauen und intensiviert sie dadurch. Den Lidschatten verteilt sie übers gesamte Auge und trägt zusätzlich noch einen Lidstrich auf. Und da wir gerade beim Thema Lidstrich sind, hier ein Tipp von Mandy. Mein Profi-Tipp für Sie zu Hause, für Ihren perfekten Lidstrich. Setzen Sie den Lidstrich nicht zu weit vorne, eher so erstes Drittel, dann nach außen ziehen. Und dann wird mit einem Radiergummi die Linie einfach etwas weicher radiert. So, jetzt Augen öffnen. So haben Sie Ihren perfekten Lidstrich, ohne dass man kleine Fehler sieht.
Mit einem Mascara verlängert und verdichtet sie die Wimpern. Durch das Auftragen von künstlichen Wimpern wirken die Augen noch ausdrucksvoller. Das wird hier im Vergleich zum nicht geschminkten Auge besonders deutlich. Das Make-up steht, die letzten Handgriffe und Rita ist fertig. Beim direkten Vergleich der Vorher-Nachher-Fotos wird die Veränderung noch deutlich sichtbarer. Rita wirkt jetzt deutlich jünger, ihre Augen kommen durch die Wimpern und die neue Brille jetzt erst richtig zur Geltung. Durch das Umstyling hat sie ein lebensfroheres Auftreten. Die neuen Klamotten betonen ihre schmale Figur. So Rita, jetzt ist der große Moment da. Du siehst zum ersten Mal dein neues Ich. Wow. Fett. Schick. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, die Haare so zu tragen. Nee, weiß ich nicht. Habe ich eigentlich so noch nie gehabt. Aber schick. Ja. Gut, danke schön für die Umwandlung. Nee, es macht einfach frischer und es ist so. Ja, nee, cool. Ich habe schon gesagt, das war. Zur Erinnerung an dieses Erlebnis setzt eine professionelle Fotografin Rita in Szene. Diesen Augenblick wird sie wohl nicht so schnell vergessen. Also mir hat es ganz toll gefallen. Mit allem drum und dran und mit dem Ergebnis bin ich ja schon fast überwältigt. Also ja, ich muss mal dran gewinnen, aber es ist ganz toll. Ihr Sohn Gordon ist der Erste, der seine Mutter so zu Gesicht bekommt. Oh, das sieht sehr gut aus, muss ich mal ehrlich behaupten. Danke. Ja, bitte, bitte. Nun kann sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de.
In der kommenden Nacht bleibt es trocken bei milden 7 Grad. Es ist weiterhin bewölkt und aus Nordwest weht eine leichte Brise. Der morgige Tag startet zunächst recht freundlich. Bei 5 Grad am Morgen zeigt sich vereinzelt die Sonne. Im weiteren Verlauf des Tages steigt die Temperatur auf 9 Grad an. Ab Mittag ziehen jedoch dunkle Wolken auf, die Regen mit sich bringen. Bestimmungen für nah und fern, optische und elektronische Hilfsmittel, individuelle Anpassungen und vieles mehr erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Friedrich-Ebert-Straße 16. Ganz nah dran, BB, MV, Lokal-TV. Der Gemeinschaftssender aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Täglich von 17 bis 23 Uhr, aktuell und ganz lokal. Jederzeit verfügbar als Internetfernsehen. BB, MV, Lokal-TV.